Was geht ab, YouTube? Herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. In dem heutigen Video geht es um meine persönlichen Grails. Los geht's. So Leute, kurz vorweg, bevor ich mit dem Video starte, hier ist noch der Gewinner vom letzten Gewinnspiel mit dem weißen H&M-T-Shirt. Viel, viel Spaß damit, melde dich gerne bei mir und wenn derjenige sich nicht innerhalb der nächsten 3 Tage bei mir meldet, werde ich einfach den nächsten kontaktieren und den nächsten Gewinner ziehen und dementsprechend gucke ich, dass ich das T-Shirt an den Mann bekomme. So, viel Spaß mit dem Video. So Leute, wie im Intro schon beschrieben, heute geht es um meine Grails, Pieces, die ich super gerne noch in meinem Kleiderschrank hätte. Manche Sachen sind sehr, sehr weit weg, manche Sachen sind direkt um die Ecke, aber ich zeige euch natürlich jetzt genau, was ist. Ich kann euch sagen, es widerspricht sich auch so ein bisschen zu dem, was ich zuletzt in meinem YouTube-Video gesagt habe, bezüglich High-End-Pieces würde ich ungern machen, aber es ist ein Piece dabei, wo ich sage, boah, das müsste ich haben, also würde ich, nein, das ist anders, das würde ich gerne haben, aber ja, ich zeige euch das gleich, ich will nicht zu viel spoilern. Deswegen fangen wir an und ich zeige euch meine Pieces. So Leute, hier haben wir das erste Piece und das erste Piece habe ich bei StockX rausgesucht, weil es das nicht mehr zu kaufen gibt. Also es gibt das nur noch Secondhand oder jemand, der das irgendwo gebunkert hat und resellt, aber neu gibt es das auf jeden Fall nicht mehr und zuletzt in den letzten Kollektionen gab es diesen Hoodie auch nicht mehr. Und zwar ist das genau der Hoodie, den ich gerade anhabe und zwar ist das der Fear of God Essentials Light Gray Hoodie ohne dickes Branding. Also er hat hier auf dem Ärmel hat der ein Branding drauf und hinten in der Kapuze, aber ich finde, der hat vom Schnitt und vom Material her, für mich ist das mein absoluter Favorite Hoodie und meiner, muss ich sagen, ich trage ihn wirklich sehr, sehr häufig und sehr, sehr gerne. Ich muss, meiner ist allerdings in der Größe S, dadurch ist er ein bisschen mehr cropped, von den Ärmeln, Schultern etc. perfekt, aber er ist ein bisschen mehr cropped, ein bisschen kürzer. Eine M-Variante ist das, was ich mir in meinem Kleiderschrank gerne noch hätte, so ein bisschen lockere, ein bisschen bulkig, ein bisschen, ja, eine größere Version hätte ich halt gerne. Also wie gesagt, ich bin mit dem Hoodie super zufrieden und das ist genau das, was ich an diesem Hoodie so liebe. Es ist einfach genau das, was ich im Moment am liebsten trage. In meiner Freizeit natürlich, also im lockeren, ich sag mal, wenn es ein lockeres Outfit ist oder ein lockerer Hoodie. Und er ist einfach perfekt. Dementsprechend hätte ich ihn halt noch gerne in M. Und wie ihr hier seht, es gibt ihn aktuell sogar nicht mal mehr auf StockX. Ja, leider aktuell keine Chance dran zu kommen, trotzdem hätte ich ihn gerne und das ist auf jeden Fall mein erstes Grailed. So, machen wir weiter mit dem zweiten Grailed. Mein zweites Piece, was ich gerne hätte, ist auf jeden Fall die perfekte 501 Vintage. Ich hätte sehr, sehr gerne eine Levis 501 in Vintage, die wirklich sehr gut bei mir sitzt. Das ist immer die Frage, wenn du jetzt sag mal, und ich habe mir jetzt auch mal eine wieder bestellt, eine Vintage-Hose, die ich gegebenenfalls dann aber auch zurückschicken werde, die wirklich sitzen muss. Und aktuell sind diese Vintage-Sachen ja, und ich habe das wirklich Anfang des Jahres gesagt, dieses Jahr auf jeden Fall dick Vintage. Und es ist wirklich genauso gekommen, wie ich es gesagt habe. Vintage ist dieses Jahr auf jeden Fall dick ja, im Hype, im Trend. Dementsprechend, ich hätte gerne eine perfekte 501 in Vintage. Und es müsste jetzt keine High-End von Gallery Department oder sonstiges sein, sondern einfach nur eine coole 501 für mich selber. Weil ich denke, das ist auf jeden Fall cooles Piece, was man im Kleiderschrank haben kann, was einfach ein All-Time-Classy ist. Gerade der Schnitt von der 501 in den letzten Jahren ist so ein bisschen wieder zurückgekehrt und dementsprechend, ja, ich hätte gerne eigentlich so eine Waschung, wie ihr auf dem Foto seht. Wie gesagt, ich will nicht zu viel spoilern, aber ich habe mal jetzt eine bestellt. Wir gucken sie demnächst auch mal in meinem Video an und ich zeige euch natürlich dann auch, wie das Ganze fittet, ob ich das, ich sag mal, gut finde oder nicht, ob ich damit zum Schneider gehe oder nicht. Müssen wir dann einfach mal schauen und ja, sehr, sehr gerne hätte ich eine perfekte 501. Machen wir weiter mit dem nächsten Piece und das nächste Piece, auch das habe ich nur bei StockX gefunden und zwar ist das, ja, ein Nike SB Dunk Low in diesem braun-weiß-Mix. Ich finde den Schuh wirklich sehr, sehr nice. Ich gucke immer wieder danach und der ist jetzt auch mehr oder weniger im Preis ein bisschen gesunken, aber es gibt ihn prinzipiell auch gar nicht zu kaufen. Es ist noch eine Größe verfügbar, eine zwei Größen verfügbar für 1700 Euro und 2800 Euro. Also nur so vorweg, natürlich würde ich das niemals für so einen Schuh ausgeben. Maximales Limit wären, weiß ich nicht, 250, 300 Euro. Und dafür werden die Schuhe einfach nicht verkauft. Und dementsprechend ist das einfach nur ein Grail für mich. Hätte ich gerne, komme ich zu dem Zeitpunkt auf jeden Fall nicht dran. Es sei denn, irgendwo sowas wird re-released. Und dementsprechend möchte ich euch aber trotzdem zeigen, dass ich diesen Colorway von dem Schuh wirklich sehr, sehr nice finde und sehr gerne hätte. Und ja, machen wir weiter mit
dem nächsten Grail. Und der nächste Grail ist einfach ein brauner Hoodie. Ich habe jetzt mal hier einfach mal einen probeweise von LFDY rausgesucht. Und das ist genau die Adresse, zu der ich als nächstes gehe, weil ich war jetzt am Wochenende, beziehungsweise am Freitag war ich bei Uniqlo drin, habe diesen braunen Hoodie anprobiert. Er gefällt mir gar nicht. Von H&M hat er mir gar nicht gefallen. Und dementsprechend, ja, die nächste Adresse wäre sowas hier zum Beispiel, LFDY, die, ich sag mal, dieser ganzen Fear of God Essentials Geschichte sehr, sehr ähnlich sind. Und das noch Ganze hier noch vor Ort, ich sag mal in unserer Stadt, also meiner Stadt, mehr oder weniger in Düsseldorf. Und dementsprechend werde ich da auf jeden Fall die Tage mal reinschauen und gucken, dass ich mir den auf jeden Fall mal anschaue, um zu gucken, ob er was für mich ist. Und ja, das ist auf jeden Fall auch einer meiner Grails, der aktuell, ich sag mal, mehr oder weniger auf meiner Liste ist. So, machen wir weiter mit dem nächsten Piece. Und das nächste Piece ist der OG Low Jordan 1. Ich muss sagen, ich bin gerade sehr auf diesem Jordan 1 in Low kleben geblieben. Ich habe mir zwei Schuhe geholt. Eins habe ich euch schon in meinen Latest Pickups vorgestellt. Ein weiteres habe ich auch schon auf Instagram ein bisschen gespoilert. Werde ich euch die Tage auch noch in meinen mehr oder weniger nächsten Latest Pickups auf jeden Fall zeigen. Und von der Passform bis, ich sag mal, Silhouette etc. gefällt er mir in Low. Ich bin wirklich ein Low-Typ. Ich mag diese High-Geschichten nicht so gerne. Sehr, sehr gut. Und das ist quasi der erste Low. Ich zeige euch das nochmal ganz kurz. Hier die Generation. Und das ist der erste Low, der 1986 rauskam. Hier seht ihr das nochmal in diesem Weiß-Grau. Und der wurde vor ein paar Jahren schon mal wieder re-released. Und ja, es wird auf jeden Fall erstmal in gegebener Zeit keiner mehr kommen. Aber das ist auf jeden Fall der Colorway, den ich gerne hätte. Dieses leicht gräuliche mit dem Weiß dazu. Ich finde den Schuh einfach perfekt, muss ich sagen. Aber ich kann euch sagen, er ist wirklich ganz, 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 ganz weit weg. Auch der hier kostet einfach immens viel Geld. Jetzt hier in meiner Größe kostet er einfach 900 Euro. Und das bin ich einfach nicht bereit, für so einen Schuh auszugeben. Egal, wie gut er mir gefällt. Wie gesagt, es sind Grails. Es sind nicht Dinge, die ich jetzt direkt kaufen werde oder sonstiges, sondern einfach so Sachen, die ich gerne hätte aktuell. Und wie gesagt, die Levis und den Hoodie werde ich die Tage auf jeden Fall mal reinschauen. Aber die Schuhe zum Beispiel sind leider sehr, sehr weit weg. So, kommen wir zum Thema, ja, Uhr. Und ich glaube, ich habe noch nie wirklich darüber gesprochen, aber ich glaube, wenn ich mir jetzt eine Uhr, ich sag mal, einfach wünschen könnte und ich könnte Freihaus, egal ob es eine Richard Mille oder Patek oder sonstiges, klar gefällt mir auch eine Nautilus, aber ich glaube, aktuell würde ich diese Uhr hier auswählen. Und zwar die Day-Date in 40mm in Weißgold mit dieser geriffelten Lunette, mit dem, ich sag mal, wer ist das nochmal hier? Vertikalen Linien, Ziffernblatt in diesem gräulichen, ich sag mal dunkelgräulichen, ja, gefällt mir wirklich, ist wirklich das, was ich mir aktuell wirklich an meiner Hand auf jeden Fall am besten vorstellen könnte. Sehr, sehr cooles Piece, ist natürlich eine Rolex, klar, bleibt auf jeden Fall, denke ich mal, auf jeden Fall wertbeständig, beziehungsweise könnte auch steigen. Und ja, sie gefällt mir einfach sehr, sehr gut und das wäre auf jeden Fall eine Uhr, die ich mir vorstellen könnte, aber auch hier seht ihr den Preis. Fast 36.000 Euro, natürlich, ich sag mal, gerade mit einer jungen Familie, wie wir es sind, würde ich sowas auf jeden Fall niemals machen, weil es 10.000 andere Dinge gibt, die wichtiger wären und ja, dementsprechend, das ist auf jeden Fall ein Grail für mich, aber auch sehr, sehr weit weg. Wenn jetzt Rolex zu mir kommen würden und sagen, hey, hier, hast du die Uhr? Was natürlich niemals passieren wird, aber hier würde ich sie natürlich mit Kusshand nehmen oder irgendjemand würde mir die schenken, aber jetzt selber dafür so viel Geld auszugeben, mal davon abgesehen, dass ich es nicht habe, würde ich nicht machen. Weil es einfach viel, viel wichtigere Dinge für mich gibt als diese High-End-materialistischen Dinge, sondern man kann sich mal was gönnen, aber das muss alles noch im Rahmen bleiben. Alles andere ist einfach, ja, klar, muss jeder für sich selber wissen. Die Leute, die das machen, hey, um Gottes Willen, macht das gerne, aber für mich ist das einfach viel zu viel Geld an der Stelle und ich würde das Geld anderweitig investieren oder, ja, benutzen. So, und dann kommen wir schon zum letzten Piece und das letzte Piece ist nochmal ein Fashion-Piece. Und da muss ich sagen, auf diese Jacke gucke ich schon das ganze Jahr. Und zwar ist das die aktuelle College-Jacke von Louis Vuitton. Ich finde sie, ja, ich muss sagen, perfekt. Also wirklich perfekt. Mir gefällt die wirklich super, super gut. Die gibt es jetzt auch schon das ganze Jahr. Ich weiß nicht, ob es irgendwie eine Permanent Collection oder sowas ist oder ob die einfach nicht ausverkauft ist. Die gibt es sogar in meiner Größe. Ich weiß jetzt nicht, ob ich eine 48 oder eine 50 nehmen würde. Aber ich finde die Jacke einfach, ja, einfach 10 von 10. Und das wäre auf jeden Fall ein Piece, was ich sehr, 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 sehr gerne
meinem Kleiderschrank hätte. Aber auch da, diese 3.900 Euro bin ich im Moment einfach nicht bereit für auszugeben. Aber trotzdem ist es wirklich eins meiner Grails. Und dementsprechend, ja, muss man halt eben sehen, dass man das Geld irgendwie vielleicht mal anspart. Aber aktuell einfach aus dem, ich sag mal, aus der Portokasse sowas zu bezahlen, ist mir einfach viel zu viel Geld und das mache ich nicht. Und dafür habe ich auch einfach Verantwortung und dementsprechend ist das auf jeden Fall die falsche Entscheidung. Ich fände sie auf jeden Fall perfekt, wie gesagt, vom Stil her, von den Materialien her, wie die sitzt etc. Ich mag diesen Stehkragen, diesen Schalkragen so ein bisschen, also wirklich für mich die perfekte College-Jacke, obwohl ich auch diese zwei Saint Laurent-Jacken habe, obwohl ich auch die Gant-Jacken habe. Die sind mit Sicherheit fast gleichwertig, aber aktuell, wenn ich jetzt sagen würde, ich hätte gerne ein Piece, dann wäre das auf jeden Fall, ich glaube, das Piece Nummer 1 von all den Dingen, die ich gerade gezeigt hatte, die ich gerne hätte. Und dementsprechend ist das auf jeden Fall mein letzter Grail. Lasst mich auf jeden Fall gerne in den Kommentaren wissen, welches euer Grail ist, was ihr aktuell gerne hättet. Und ja, jetzt habt ihr so ein bisschen hinter den Kulissen geguckt, was ich gerne hätte. Wie gesagt, das sind alles oder die meisten Dinge relativ weit weg, aber da sind auch zwei, drei Dinge, die gar nicht so weit weg sind, wo man einfach nur das richtige Piece für finden muss. Aber das ist auch die Frage. Findet man die perfekte 501? Findet man den perfekten Hoodie etc.? Ich bin da auf der Suche und dementsprechend, ja, das sind auf jeden Fall meine Grails, die ich im Moment gerne hätte. Und da sind keine irgendwie, ich sag mal, krassesten Fancy-Designer-Sachen dabei. Natürlich so eine Louis Vuitton-Jacke, auch ein Designer-Piece. Aber das ist für mich schon mehr so ein klassisches Piece, was ich, keine Ahnung, noch in 20 Jahren anziehen könnte und nicht nur so ein Timepiece. Und dementsprechend finde ich es sehr, sehr nice. Und ja, vielen Dank fürs Zusehen. Vergesst auf jeden Fall, ein Abo da zu lassen und ein Like. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder. Peace, Leute. Ciao.